Hallo Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich schaffe es einfach nicht, das Video im Hellen zu beginnen. Morgens, wenn ich gehe, ist es noch semi-dunkel und beziehungsweise ich habe sie letzten Tage vergessen, Hallo zu sagen. Und wenn ich von Arbeit gehe, ist es zwar jetzt gerade noch hell, was ich sehr speziell finde und schön. Es wird Frühling. Ich finde auch, dieser Winter geht vorbei, so sage ich jetzt. Aber es sind ja jetzt schon 2 Monate Winter vorbei, wenn man den November als Winter bezeichnet und Winterwetter. Und jetzt ist es nur noch gefühlt 3, dann ist es wieder warm. Lieben wir. Hallo, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Wie ihr seht, ich bin immer noch am Pflaster tragen, aber das ist alles nur mehr Schein als Sein. Dieses Pflaster geht einfach nicht ab. Ich sag's euch, diese Wunder ist mit dem Pflaster verheiratet. Hier traue ich mich nicht drunter zu gucken. Also das muss ich bis heute darf es nicht nass werden oder wie auch immer. Ich bin gespannt, wie es unten drunter aussieht. Ich mache es jetzt vielleicht übermorgen am Freitag ab. Mal schauen. Mit kleiner Angsthase. Ansonsten hatte ich gestern Nachuntersuchung bei meiner Ärztin. Die hat mir jetzt nochmal Bluttest und Urintest angeordnet. Das mache ich dann morgen in der Früh. Auf nüchternen Magen fahre ich dahin. Und ja, so sieht es bei mir gesundheitlich aus. Geht mir aber wieder super. Und würde gern wissen, was es genau war. Deswegen schauen wir, ob es jetzt wirklich die Blase vielleicht auch war. Also dann diese Entzündungswerte zumindest. Ja, ansonsten ist meine erste Arbeitswoche zurück. Es geht gleich stressig los. Aber ich habe eine gute Zeit und es ist schön, meine Kollegin wieder zu haben. Und es war schon alles ganz emotional. Und ja, bald steht wieder so ein kleiner Kolleginnenwechsel. Also die eine geht und es kommt jemand, nächste Woche kommt jemand Neues und es ist immer so, es verändert sich, aber es stehen auch so viele coole Events an, die haben tolle neue Kunden. Ja, so viel dazu. Ich wollte euch jetzt einfach kurz Hallo sagen und setze mich jetzt mal kurz an den Computer. Eigentlich hätte ich jetzt bewusst schon Meeting gehabt, aber das fällt aus, weil die eine Person nicht kann und dann verschiebe ich das lieber alles, weil es ist das erste Meeting im Jahr und da will man irgendwie, dass alle dabei sind und wir haben so coole Aufgaben vor uns und Pläne und ich war nicht dabei am Montag, weil ich war in der Oper. Leute, ich war in der Wiener Staatsoper beim Ballett und es war so schön. Und die Wiener Staatsoper, ich bin ja rein und ich habe erstmal die Garderobe gesucht, weil ich das so kenne aus der Oper, dass man erstmal unten die Mäntel abgibt und so. Aber in der Wiener Staatsoper ist das so, dass du auf den Rängen Logen hast und diese Logen, also jede, ja, rund um die Ränge ist sozusagen, sind Logen, sogenannte. Und da hast du immer direkt eine Garderobe dran. Also du hast wie deine eigene kleine Kajüte gehabt. Fand ich sehr schön. Und wir saßen dann dort in der zweiten Reihe sozusagen, also erster Rang, zweite Reihe von so einer Loge und hatten echt einen guten Blick, weil ich natürlich ein kleiner Maulwurf bin und nicht gut sehe. Aber es hat schon gepasst und es war einfach, es war herrlich, es war emotional. Es waren auch so Musikstücke, gerade so im ersten Teil, so der Donauwalzer irgendwie, wo ich voll emotional, ich muss das jetzt nochmal hören. Und ich war einfach so, was ist das für ein schönes Leben, wo man für 20 Euro wegen U27 in die Oper gehen kann und das theoretisch jetzt jeden Monat machen kann. Das war Traum meines Lebens. Und dann habe ich noch so ein kleines Kanapé gegessen, eine kleine Cola mir gegönnt, mich hübsch gemacht. Das war wirklich mein perfekter Abend. Und das habe ich gemacht. Und wo wollte ich jetzt hinaus? Genau, deswegen habe ich den Drew Fix, das erste Teammeeting von Wurstschein verpasst. Und da hat aber die Lea, und das finde ich so süß, alle gefragt, was sind eure Ziele für Bewusstschein dieses Jahr? Also welche Ziele habt ihr für Bewusstschein? Und da haben die Leute halt so reingeschrieben mit Mentimeter, Spaß, Workshops halten, fand ich super süß. Aber auch so, die nächste Frage von Lea war, was sind eure bewussten Ziele oder für mehr Bewusstsein die Ziele? In 2023 haben die Leute auch so reingeschrieben. Das war so schön zu lesen, so im Nachhinein das Protokoll. Deswegen, manchmal sind es so kleine Fragen, die irgendwie schon viel ausmachen. Und manchmal, glaube ich, rattet man einfach so eine Agenda runter. Das muss ich auch mal auf Arbeit sagen in meiner Agentur. Das hätten wir eigentlich heute machen können. Vielleicht machen wir es nächste Woche. It's never too late. Man könnte es auch jeden Monat machen. Weil in Wahrheit ist es einfach wichtig, dass wir uns fragen, was sind meine Ziele oder was wünsche ich mir und uns dessen einfach bewusst werden. Ich mache jetzt hier erstmal zu, gucke meine Mails und dann melde ich mich nochmal. Wie man unschwer erkennen kann, ist mein Pflaster heute abgegangen. Also ich habe es abgezogen, aber es hing nur noch am seidenen Faden. Und jetzt hat man eine gute Sicht auf meine Wunde.
Sie ist immer noch da und sie ist verkrustet jetzt? Ja. Sie muss verkrusten und sie ist schon am Heilen. Das hier unten geht immer noch nicht auf. Ich hatte heute Morgen mal das andere Pflaster abgemacht. Das war nicht so lecker. Hab ein anderes abgeschnitten, damit es nicht über diese Pflasterstelle geht, die so ein bisschen wund war. Und unten drunter ist immer noch dieses Ding, mit dem die Wunde verklebt ist. Ich denke mir, dass ich es morgen auch mal abmache. Man kann es so ein bisschen machen. Und dann sieht man, dass es einfach nichts ist. Aber es soll nicht darum gehen. Ich habe jetzt gerade geschrien, wirklich geschrien. Ich schreie selten, obwohl ich immer sage, ich schreie. Aber ich habe geschrien, als ich eine E-Mail von Jessie Ella im Postfach hatte, dass sie nächste Woche nach Wien kommt. Das ist für mich, also für mich kommt Taylor Swift, dann kommt kurz nix und dann kommt Jessie Ella. Ich liebe Jessie Ella. Ich liebe Jessie Ella. Und ich werde alle meine Bücher nehmen, habe ich mir überlegt. Und ich gehe dahin und ich umarme sie, ich frage sie Fragen. Ich bin bei ihr. Sie macht ein Signing im Pflanzilla, das ist sozusagen ein veganer Supermarkt hier. Ich werde mir Überstunden oder so abbauen. Ich muss dahin, ich kann das nicht verpassen. Das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Und ich sag's euch, heute war so ein glücklicher Tag. Also irgendwie ist heute total viel Gutes passiert. Mir ist auch ein Glas zerbrochen auf der Arbeit. Das ist mir in 2 Jahren noch nicht passiert, aber ich habe das abgestellt und es ist zerbrochen an der Lampe, weil ich es gegen die Lampe gehauen habe. Und Scherben bringen ja Glück. Ich hatte heute wirklich so einen guten Tag. Ich wurde heute befördert, also ab Februar, bin ich eine Stufe höher. Ich bin keine PR Assistant mehr, sondern Junior PR Consultant, was man nach 2 Jahren ist und was da alles steht, was man mitbringen muss, das mache ich schon, das bin ich schon. Das ist etwas, was ich mir sehr gewünscht habe von meinen Chefinnen und ja, sie haben mir jetzt diese Freude gemacht. Kriegen wir mir Gehalt. Ich habe mich so gefreut, Leute, das macht so einen Unterschied jetzt für mich auch in meiner aktuellen Phase und ich bin einfach so happy, deswegen bin ich gerade happy-deppy. Jetzt hatte ich gerade ein Meeting mit Lea, wir hatten nicht so viel zu sprechen. Jetzt habe ich noch Marketing-Meeting und ich freue mich so, dass unser erstes Meeting dieses Jahr. Habe ich noch ein Meeting mit Anna, wo wir über alles Mögliche sprechen. Und dann muss ich mir irgendwann noch Essen machen und dann will ich euch noch ein bisschen was zum Veganuary erzählen. Veganuary. Ich mache ja gerade Veganuary. Ich mache Weir. Ich mache ein Weir und was soll ich euch sagen? Es geht mir gut. Weil ich heute gesehen habe, eines meiner, da war ich sehr viel bis vor ein paar Monaten, als sie ihre Preise erhoben haben, beziehungsweise sie haben im Sommer, also ich war da mal Essen holen und zwar gab es da meinen Lieblingssalat. Du konntest dir aus 6 kleinen Salaten aussuchen, welche du willst und die konntest du dir so zusammenstellen. Das habe ich immer genommen, das hat glaube ich 7,90 € gekostet, das war Baba. Und dann haben die es auf einmal nicht mehr gemacht und du musstest für einen kleinen Salat 4,50 € zahlen, also 100 Gramm und das ist so utopisch gewesen. Und seitdem war ich da nicht mehr, weil ich mir das nicht leisten kann. Ich habe mir das aber immer, also ich habe dem sehr hinterher getraut und heute habe ich tatsächlich gesehen, dass sie zumachen, weil sie wegen der aktuellen Preiserhöhungen einfach immer teurer werden müssten und das können sie nicht machen und sie wollen halt ihre Qualität und sie haben einen hohen Anspruch an das, was sie machen und das merkt man auch, finde ich, oder hat man gemerkt, das wollen sie halt halten und deswegen geht der Laden jetzt raus und das ist halt schade. Aber ja, das war ein sehr leckerer veganer Laden, deswegen habe ich mir heute was anderes geholt, nämlich mein Lieblingsessen dann spontan, meine knoblauchigen Farnwurzelnudeln von Lao Lao, was euch jetzt nicht sagt, aber lieb's. Und ich war, was kann ich euch sagen? Ich habe ja gesagt, habe ich das gesagt? Dass ich mir vornehme, oder dass es einfach so ist, oder dass es Chris Cosini gesagt hat, dass man, wenn man was will, schon so denken und leben und vor allem fühlen muss, als hätte man es schon. Erstens das und zweitens sich einfach schon mal da in das Gefühl hereinfühlen, wie es ist, wenn du dann mit dem, was du willst, durch die Gegend läufst oder mit dem Gefühl, was du haben willst. Und ich, wirklich seit diesem Jahr, habe ich so ein krasses Gefühl von Stärke, Power, ich kann das in meinem Job, ich gehe nach vorne, ich bin jetzt selbstbewusst, ich weiß, was ich will, ich rede mit, da ist ein Platz oder auch nicht, egal, ich stelle mich dahin, so. Und jetzt fliegen mir die Dinge gerade schon wieder zu, das ist der Wahnsinn. Naja, ich gehe jetzt in mein Meeting, aber es war schön, mit euch zu plaudern.
Hallo ihr Lieben, ich sag's euch, der Freitag ist immer so ein Wahnsinnstag. Ich habe mir echt einen ruhigen Morgen gemacht, 7 Wecker, 7.10 Uhr aufgestanden, dann geduscht und alles mögliche, Haare aber lufttrocknen lassen heute mal, weil ich im Homeoffice war. Und dann habe ich wirklich schön Zeitung gelesen und so weiter. Meine Meditation habe ich nicht geschafft, weil wenn der Karl immer so rumwuselt hier, dann bin ich nicht in meiner Zone. Aber gestern zum Beispiel habe ich meine Meditation dann abends noch gemacht. Ich habe mein Yoga gemacht, dann habe ich mir von Calm, eben diese App, von der ich euch erzählt habe, so eine ruhige Einschlafmusik, aber ruhig werde Musik angemacht, während ich mich Bett fertig gemacht habe. Und dann im Bett habe ich dann ja alles ausgemacht und die Meditation gemacht, also die Daily Calm. Das war schön. Also vielleicht mache ich es heute auch wieder vorm Schlafen gehen. Ja, mir geht es auf jeden Fall gut. Das mit dem Duschen hat auch ganz gut funktioniert, obwohl ich keine Duschwasser mehr hatte, aber so ein anderes Wasser hat es auch getan und es läuft. Ich will, also es, wenn jetzt hier richtig was drüber ratschen würde, dann ist es, glaube ich, nicht gut, aber ich denke mal spätestens bis Mitte Februar, sollte man nicht mehr so viel sehen, das hier nervt, aber wir kriegen das schon alles hin. Was ich sagen wollte, der Morgen war ganz entspannt, aber dann arbeite ich ja immer von 9 bis 12 Uhr und das ist immer so ratsch und das ist auch ratzfatz weg. Ich habe dann ein Meeting gehabt mit meinem Kunden, dann hatte ich ein internes Meeting mit meiner einen Chefin. Da muss ich noch 1000 andere Dinge machen, dann ist es schon 12 und naja. Und zum Ende habe ich wieder eine halbe Stunde länger gearbeitet, weil man es einfach braucht und man will dann auch vorarbeiten, weil man weiß, okay, wenn ich das alles erst am Montag mache, dann und es macht mir auch Spaß, aber ich muss auch dieses Video jetzt noch schneiden und irgendwie zur Abgabe schicken und so weiter und so fort. Also es ist immer, man stresst sich von der einen Sache in die nächsten und essen kochen wir ja auch noch und genug trinken. Deswegen habe ich mir jetzt gleich mal hier ein Wasserglas hingestellt, weil ich vergesse dann manchmal, mir Trinken zu holen. Eigentlich selten, aber wirklich immer einfach eine Karaffe da haben, ist für mich Gold, weil dann trinke ich sehr viel. Ich habe ja schon mal gestern kurz über den Veganuary gesprochen und ja, wie es ist, mit voller Power irgendwie in das neue Jahr zu starten. Ich warte auch ja jetzt meine Ergebnisse vom Bluttest, wo ich gestern war. Und da hatte ich ja auch letztes Jahr so eine kleine Journey durchgemacht, weil es einfach so war, dass ich zu viel supplementiert habe und ich glaube auch die falschen Dinge supplementiert habe. Und für dieses Jahr bin ich jetzt wieder umgestiegen auf eine Nahrungsergänzungsmittelmarke sozusagen, die ich früher immer benutzt habe und sehr geliebt habe und die mich eigentlich rangeführt hat an das Ganze. Und das ist InnoNature. Und dieses Video ist auch wieder in Kooperation mit ihnen entstanden. Und ich wollte euch einfach ihr ja, vegan Sorglos-Paket plus Zink vorstellen, weil, ja, was will man mehr als sorglos ins neue Jahr starten? Und gerade ich, die ein bisschen einen holprigen Start hatte, ist vielleicht gerade die richtige Person, darüber zu reden, weil die Gesundheit ist einfach das Allerwichtigste und manchmal kriegen wir nicht alles durch unsere Ernährung. Leider nein, ich habe es jetzt heute nicht mehr geschafft. Ich kann es jetzt noch machen, aber dann würde ich halt wieder eine Überstunde machen. Ich habe ihm aber geschrieben, dass er es am Montag bekommt. Ich habe ihm Bescheid gegeben. Super. Also, wie ich sagte, es ist halt ultra wichtig, dass wir einfach alles, was unser Körper braucht, unserem Körper auch zufügen. Das kann man durch eine gesunde, ausgewogene, zum Beispiel vegane, wenn ihr jetzt Veganuary macht oder ein Veer, wie ich es mache, da kann man das auf jeden Fall bekommen. Gerade Sachen wie Vitamin D und solche Geschichten sollte man ganz unabhängig von seiner veganen Ernährung machen. Also auch Leute, die sich nicht vegan ernähren, wisst ihr, was ich meine? Auch meine Eltern, auch meine Freundinnen, alle sollten sich einfach mit ihren Nährstoffen und ihren Blutwerten beschäftigen. Sprich, meine Routine jetzt immer. Und dabei will ich nochmal betonen, dass es wichtig ist, dass man nicht zu viel nimmt. Also schon einfach zum Arzt gehen oder zur Ärztin, Bluttests machen. Ich mache das alle halben Jahre. Ich habe, wie gesagt, gestern einen gemacht. Ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Vielleicht kann ich das dann auch hier hinschreiben, wenn ich es beim Schnitt schon habe. Aber gerade im Winter und tatsächlich auch im Sommer, weil auch im Sommer kriegen die allermeisten von uns nicht genug Vitamin D. Damit das
bestmöglich aufgenommen werden kann, Vitamin K2, Vitamin D3, Vitamin K2, Vitamin B12. Und was ich an diesen dreien liebe, vielleicht kennen das manche von euch, ich hatte früher auch ein Problem, Dinge zu schlucken, Tabletten zum Beispiel. Und mit diesen Tropfen ist es halt viel, viel angenehmer. Das ist jetzt Vitamin B12. Da sagt man ja so, das ist das Einzige, was Veganer irgendwie nicht durch ihre Ernährung bekommen können. Deswegen umso wichtiger, dass wir hier drauf achten. Eisen, riesengroßes Thema. Ihr kennt mich und meine eingerissenen Mundwinkel. Das war oftmals ein Eisenmangel. Ich hatte dann aber auch letztes Jahr zu viel Eisen. Also es ist immer so ein Balanceakt. Aber das ist Eisen plus Vitamin C tatsächlich, weil Eisen braucht Vitamin C, um bestmöglich aufgenommen werden zu können vom Körper. Und Omega-3. Das, was ich an In the Nature so mag, ist, dass auf der Website alles wunderbar beschrieben ist, auch mit Bildern teilweise und natürlich mit Text und allem drum und dran und auch zu den Inhaltsstoffen einfach so viele Informationen sind, dass du genau weißt, okay, wofür brauche ich was, wofür nehme ich was, wie oft nehme ich das am besten eine halbe Stunde vorm Essen und nicht abends vorm Einschlafen, wie ich das sonst gemacht habe. Die Aufmachung, die Art, wie sie Informationen rüberbringen und auch einfach belehrt, nicht belehren, sondern Wissen vermitteln. Das ist eigentlich gut ausgedrückt, weil als ich diese Bestellung bekommen habe, war auch ein Rezeptheft dabei, ein Infoheft. Aber ich meine richtig so Heft, nicht nur Flyer, sondern Hefte, wo es einfach um Gesundheit ging und auch über Nahrungsergänzungsmittel hinaus. Und das finde ich halt mega. Und was ich auch noch liebe, und das ist nicht in dem veganen Sorglos-Paket drin, sondern es ist wirklich für alle wichtig, Zink. Zink, we need Zink, wenn wir unser Immunsystem am Laufen halten wollen und gerade so in der Erkältungszeit und so weiter und so fort. Oder wenn ich mich fühle, oh, ich werde krank, nehme ich. Also, falls ihr sagt, okay, ich würde gern mal die Indonesia Produkte ausprobieren. Ich habe schon so viel von dir gehört, Nora, in den letzten Jahren. Und überhaupt bin ich gerade so ein bisschen neues Jahr, neue Gesundheits-Vibes auf dem Trip, dass ich mich da ein bisschen besser aufstellen will und vielleicht nicht einfach die Sachen aus der Drogerie nehmen will. Also da geht es auch um so Sachen wie die Zusammenstellung und was für Rohstoffe hier drin benutzt werden. Zum Beispiel Olivenöl oder zum Beispiel Algenöl. Das macht den dann InnoNature halt wirklich gut. Es ist alles tierversuchsfrei, PETA-approved, vegan natürlich und natürlich, wie der Name schon sagt. Deswegen, ja, es sind meiner Meinung nach einfach die besten. Mit meinem Code WUNDERWALD10 bekommt ihr 10% auf eure Bestellung und ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ich bin froh, dass ich sie jetzt wieder in meinem Leben habe und on a high note sozusagen ins Jahr starte und nicht mit meinen Drogeriedingern. Die sind halt auch doof, da ist immer so viel Plastik und irgendwie Alu ja tatsächlich auch und das ist zwar nice to have, weil ich kann einfach irgendwie in die Drogerie gehen, aber ich könnte auch einfach online eine Bestellung absetzen und es mir nach Hause vor die Haustür liefern lassen und sogar noch einen Code von der Nori bekommen. Deswegen, ja. Und die Sachen halten wirklich lange. Also du brauchst vom Vitamin D einen Tropfen am Tag. So, und jetzt muss ich mal gucken, was ich mit meinem Abend, ist es 13 Uhr, was ich mit meinem Leben noch mache heute. Nee, ich habe tatsächlich Abendpläne. Ich gehe um 17 Uhr mit meiner lieben Lisa zu ihr. Wir machen glutenfreie Pizza, weil sie ist glutenfrei, tatsächlich allergisch auf Gluten. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ich schaue mir ihre Wohnung an, bin ich auch sehr gespannt. Und bis dahin genieße ich das Leben, habe ein bisschen Stress, weil ich das hier alles schneiden muss, mache mir noch was Leckeres zu essen, setze mich hin, lese ein bisschen, mache vielleicht meine Meditation, kann man ja auch mitten am Tag machen. Ich bin bei Yoga with Adrienne ganz gut dabei, bei der Journey. Gestern habe ich Tag 9 gemacht, das heißt, heute bin ich bei Tag 10, es ist der 13. 13 ist für mich aber jetzt mittlerweile auch irgendwie eine Glückszahl, die viel in meinem Leben auftritt, wenn gute Dinge passieren. Call me Taylor Swift, haha. Das Leben läuft und deswegen sage ich euch jetzt schon mal Tschüss. Ich danke euch für eure ganzen lieben Worte unter dem letzten Video und Genesungswünsche und so weiter und so fort. Und es war spannend zu hören, dass es einigen irgendwie auch so ging oder Bekannten und so weiter. Also irgendwie, vielleicht lag was in der Luft oder vielleicht war es der Mond. Wer weiß, auf jeden Fall, ich bin fast dankbar, dass es passiert ist alles, weil es hat mich extrem auf die richtige Bahn gebracht. Und ich weiß nicht, ob ich so sehr auf der richtigen Bahn gewesen wäre, wäre es nicht passiert. Deswegen, es hat alles seinen Grund im Leben und ja, alles ist gut. Und ich freue mich natürlich, was für eine wirklich gute Woche es auch persönlich im Sinne von karrieremäßig für mich war. Deswegen, ja.
Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten und feiern dieses Wochenende. Ich küsse euch und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!